Hallihallo, Lüle, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich habe die neue Blissing Box für euch. Die war vor Weihnachten da. Voll crazy, aber wahrscheinlich wollten sie das mit den Feiertagen nicht mixen. Blissing ist eine Abo-Beauty-Box, die ihr für, ich glaube, knapp 17 Euro inzwischen kriegt. Ich kriege sie noch für 15 Euro mit dem Jahresabo. Und wir haben hier immer 5 Produkte drin, in der Regel so ein Beauty, also ne, Make-up und der Rest ist pflegende Kosmetik, ein dekoratives und der Rest pflegende. Und das ist eine Beautybox, die aus Frankreich kommt. Ich hatte auch eine Zeit lang die französische Blissing-Box, bevor sie nach Deutschland kam. Und wir haben hier noch ein Papierheft. Ich bin gespannt, ob sie das demnächst auch mal umstellen werden, weil die meisten machen das ja inzwischen. Und wir gucken dementsprechend als erstes mal rein, was uns die Redaktion zu sagen hat. Das Thema ist Winter Bliss. Starte das neue Jahr ganz entspannt. Die ersten Sonnenstrahlen am Morgen, rauchreif am Fenster, der süße Duft des Frühstücks, frisch gepresster Orangensaft. Der Januar gibt den Ton für die nächsten Monate an. Es ist wieder soweit. Ein neues Jahr beginnt, neue Horizonte werden erkundet und neue Ziele werden gesetzt. Wir wünschen dir ein wunderbares Jahr 2023. Ja, sehr schön. Die Box ist auch wieder wunderschön mit diesem Blau und Grün in diesen sehr schönen hellen Farben. Das kann Blissing auch wirklich. Die Boxen sind immer wunderschön. Als erstes haben wir was von Hello Body drin. Die werden gerade wieder so in den Boxen sehr aktiv. Also allein in der Blissing Box hatte ich glaube schon 2, 3 Produkte von denen drin. Und zwar haben wir eine Hydrating Eye-Gel-Creme Aloe Sight, also eine Augencreme. Ich denke, mit 15 ml wird das auch eine Originalgröße sein. Genau, steht hier auch. Und die soll Feuchtigkeit spenden und beruhigen und Trockenheitsfältchen minimieren. Man kann die auch im Kühlschrank aufbewahren, um so eine Kühlen- und Abschwendewirkung zu erzielen. Hier sind 98,7% natürliche Inhaltsstoffe drin. Und die Creme soll die Kollagenproduktion stimulieren und die Blutzirkulation aktivieren. Morgens und oder abends soll eben aufgetragen werden und sanft einmassiert werden. Genau, und das Versprechen von Hello Body ist nice and clean, wirksame und natürliche Produkte mit sauberen Inhaltsstoffen. Alle Produkte werden in Zusammenarbeit mit ihrer Community, ihren Erwartungen und Bedürfnissen entwickelt. Okay, ich glaube, Hello Body gehört halt zu diesen Marken, die mit so riesigen Rabatten dann immer arbeiten. Also, sorry, die Kamera ist die ganze Zeit schief. Das triggert mich, meine Nahrung. So ist besser. Die halt was für 30 Euro anbieten und dann dir aber einen 50% Coupon geben. Ich bin kein Fan von solchen Marketing. Deswegen habe ich mir bis jetzt noch nichts nachgekauft. Ich muss auch sagen, bis jetzt hat mich von Hello Body jetzt noch nicht so was überzeugt. Ich hatte von denen eine Handcreme, die ging weiter, weil ich habe 1000 Handcremes und dann feiere ich dann doch eher die von Richards. Ich hatte, glaube ich, auch so eine Haarmaske. Das ist auch überhaupt nichts für mich gewesen, diese komischen Ölmasken, die man sich vor dem Waschen reinmacht. Ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Bis ich das ausprobiere, dauert es aber noch ein bisschen. Genau, Preise schreibe ich euch wie immer ja oben hin. Wir haben als nächstes von Le Petit Progis einen beruhigenden CBD-Balsam. Mhm. Das wird wahrscheinlich eine kleine Größe sein, also eine Sondergröße. Steht zumindest gerade nicht Originalgröße, sondern nur 10 ml. Ich rechne euch ja dann immer die Preise runter. Oh ja, es riecht nicht nach dem typischen Grasgeruch, aber nach CBD. Ein Mehrzweckbalsam. Nährt, besänftigt, beruhigt und schützt den ganzen Körper. Beruhigt, entspannt Muskeln und Gelenke nach körperlicher Anstrengung. Hier ist Hanföl, Cannabidiol, Arnika und Bienenwachs drin. Frei von THC, logisch, wäre sonst verschreibungspflichtig. Frei von Silikon, Mineral, Ölen, Allergen und Alkohol. Genau, den Balsam soll man in der Hand erwärmen und kann ihn dann eben zur Pflege von Gesicht, Körper, Haaren oder Lippen als Make-up-Entferner, Aftershave-Balsam oder auch bei kleinen Verletzungen und Hautproblemen. Ja, muss ich mal gucken, ob der bei mir bleibt oder ob ich den weitergebe. Vielleicht in eine Verlosung? Grundgedanke. So, das nächste ist von Pai. Ich hatte von Pai schon mal so einen schönen Highlighter oder so ein Under-Highlighter, den man quasi so als Base machen kann.
Hier haben wir aber ein Detoxifying Overnight Face Öl. Oh, das gefällt mir gut. Und ich kann euch nicht mal sagen, ob das die Originalgröße ist. Bitte ignoriert meinen Mittelfinger, ich habe einen Nagel verloren. Weil ich weiß, dieses Face Öl, das war auch in so einer kleinen Größe. Könnte aber auch sein, dass 30 ml vielleicht die Originalgröße sind. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ihr wisst, ich liebe Öle auf meiner Haut, vor allem in meinem Gesicht. Das ist ein klärendes Nachtöl, was die Haut während des Schlafes straffen soll, zum Strahlen bringen soll. 100% natürliche Inhaltsstoffe, weniger Unreinheiten für gesunde, frisch aussehende Haut und abends soll man im 2-3 Tropfen dann in die Haut, in die leicht angefeuchtete Haut, also am besten, ich mache das immer, nachdem ich quasi meine ganze Pflegeroutine durch habe, schließe ich ja mit einer Creme ab und dann massiere ich das ein. Genau. Ja, wird hier noch was zur Gründerin erzählt. Sarah Brown hat himmlische Pflegeprodukte mit natürlichen, biologischen, veganen Formeln entwickelt, die deine Haut und unseren Planeten respektieren. Ja. Natürliches Produkt, 100% natürliche Inhaltsstoffe. Ja. Das wird definitiv bei mir bleiben, finde ich gut. Das nächste Produkt hatte ich, glaube ich, schon mal da, denn es ist ein Conditioner von Speciology. Après-Shampoo, den Sublimateur, also ein Conditioner. Après-Shampoo heißt es eben im Französischen. Genau, und ich glaube, das hatte ich schon mal da. Das war okay. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt behalten würde, weil, wie gesagt, ich hatte es schon mal da und es hat mich jetzt nicht so, also es hat schön gepflegt und hydratisiert, keine Frage. Kann ich mir auch vorstellen, vielleicht mal euch in der Verlosung reinzupacken. Vielleicht behalte ich es auch. Es ist halt natürlich eine super Größe für fürs Reisen, ne? Genau. Ein cremiger und reichhaltiger Conditioner. Soll die Haare weich glänzen und geschmeidig machen. Umhüllt die Länge und glättet Frizz. Und schützt vor Hitze und Umwelteinflüssen. Ja. Und man soll das 1 Minute einwirken lassen. Genau. Und hier sind Keratinproteine und Arganöl drin, die das Haar glatt, geschmeidig und machen und die Brüchigkeit reduzieren. Ja, ohne dabei, dass Sulfate, Parabene, Silikone und Mineralöl drin sind. Ja. Ich glaube, das war der Punkt, warum es mich nicht so mega überzeugt hat, weil ich brauche Silikone in meinen Conditioner. Da bin ich einfach so. So, das nächste Produkt ist unser Make-up-Produkt. Und zwar ist es von Pace. Ein Blush Me Up Pressed Blush. Und es ist eine sehr schöne. Es ist wirklich so pinkig. Na, ich würde sagen, es ist so ein bisschen fuchsia. Also es hat einen sehr warmen Stich. Für euch in der Kamera wirkte es jetzt sehr pink. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ja, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Das ist tatsächlich die Farbe. Ich kann sie ja mal swatchen, weil der wird definitiv bei mir bleiben. Eine sehr schöne, cremige Textur. Hat auf jeden Fall Schimmer drin. Gefällt mir gut. Ja, also der hat ordentlich Schimmer drin. So, ich habe ihn jetzt mal ein bisschen nach unten hin verblendet, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie der aussieht. Gefällt mir gut, werde ich auf jeden Fall probieren. Wird ein Sonderformat sein, denke ich, mit 4 Gramm. War die Wahl des Monats. Habe ich den gewählt? Habe schon wieder keine E-Mail bekommen mit der Wahl des Monats. Ich weiß es nicht. Egal. Im Winter braucht die Haut einen frischen Kick, um strahlend schön auszusehen. Dieser cremige, pigmentierte Blush wird dir dabei helfen. Seine Wirkung, er sorgt dafür für einen frischen Effekt auf der Haut, und zwar sofort, und verleitet dank seiner seidigen Textur einen strahlenden Haar. Natürliche Glanzpigmente und Glimmer, die deiner Haut ein gesundes und strahlendes Aussehen verleihen können. Der Duft soll wohl auch noch gut sein. Mal gucken. So ganz leicht floral, würde ich sagen. Aber also auch nur, wenn es richtig ranhältst. Ich glaube, ansonsten würde man das nicht wahrnehmen. So, und ich glaube, das Letzte, was wir hier drin haben, ist ein kleines On-Top-Geschenk. Das hatte ich auch schon mal in der Blissim-Box. Und ich glaube, der war ganz lecker. Der war jetzt auf jeden Fall auch im My Little Box Adventskalender. War auch, glaube ich, von Panda Tea einer drin. Und zwar der Morning Boost The Detox. Ein Tee, weil hier Parfüm steht. Ja, ein kleiner Teebeutel, 5 Minuten soll der ziehen,
bei 95 Grad. Genau, wie gesagt, ich hatte vom Panda-Tee auf jeden Fall schon mal welche da und ich habe gerade zwei aus dem Mödelbox-Adventskalender gezogen. Jo, Tee kann man immer gebrauchen. Ist ein kleines On-Top-Geschenk, finden wir grundsätzlich ganz niedlich. Dann haben wir hier noch Tipps und Tricks. Kalte Tage überstehen. Man soll natürlich Lippen und Nase mit Feuchtigkeit versorgen, die Hände schützen, den Körper verwöhnen und die Haare pflegen. Dann wird was hier uns zu Hanf erzählt und was das alles so kann. Und Night Resolutions, gute Nacht. Der Januar ist der ideale Zeitpunkt, um nach anstrengenden Feiertagen einen neuen Anfang zu wagen. 2023 haben wir beschlossen, besonders auf unseren Schlaf zu achten, denn er ist der Grundstein für unsere geistige und körperliche Gesundheit. Das stimmt. Hilft übrigens auch beim Abnehmen, wenn man gut schläft. Genau, Top 10 der Vorsätze für eine traumhafte Nacht. Man soll das Zuhause aufräumen, um im Platz auch im Kopf zu schaffen. Den Raum täglich lüften und eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad haben. Ich schlafe auch super gerne kalt. Ja, Seidenbezug, Kissenspray, das volle Programm zum Vorbereiten. Ja, man sollte im Bestfall, das schaffe ich noch nicht, das werde ich mir wieder angewöhnen, eine Stunde vor Schlafen gehen, keine Bildschirmzeit mehr haben. Man könnte mit Meditation oder Yoga anfangen, um den Kopf frei zu kriegen. Mindestens 2 Stunden vor dem Schlafen gehen, ja, nichts mehr essen, beziehungsweise die letzte leichte Mahlzeit. Ja, man kann eine Kur mit Schlafgummis oder beruhigenden Kräutertees. Ich habe ja meinen More Sleep Spray. Genau, dann wird hier über die Nachtroutine, also Pflegeroutine gesprochen. Und festen Zeiten, das stimmt tatsächlich auch. Und ein paar Seiten aus dem aktuellen Lieblingsbuch. Ja, also Schlaf ist tatsächlich auch einer der Punkte, die bei mir jetzt wieder auf der To-Do-Liste stehen, dass ich wieder zur gleichen Zeit ins Bett gehe, dass ich ab einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr esse, damit eben genügend Zeit dazwischen liegt. Weil wenn ihr kurz vorm Schlafen gehen noch was esst, dann ist der Magen einfach beschäftigt. Und dann kommt man nicht so richtig zur Ruhe. Ist irgendwie komisch, dass das nachts so ist, aber der Mittagsschlaf eigentlich total weird. Genau, und ich habe einfach gemerkt, dass mir das richtig gut tut und 6 bis 8 Stunden Schlaf sollte jeder hinkriegen, egal welches Alter. Und ich gucke jetzt vor allem, falls hier Zuschauer meine Schüler an, von denen ich weiß, dass die meisten deutlich weniger schlafen. Ja, genau, hier wird nochmal auf die Limited Editions hingewiesen. Also ich sehe den Adventskalender und eben einzelne Limited Boxen. Davon habe ich mir tatsächlich noch keine geholt, weil die mich bis jetzt nicht so interessiert haben. Was sagen wir zur Box? Ich muss sagen, ja, Hello Body werde ich ausprobieren. Das Öl freue ich mich sehr. Den Blush auch. Ja, wie gesagt, ich denke, die beiden Produkte werde ich weitergeben. Vielleicht probiere ich das mal aus und dann geht es ins Trashy. Das werde ich, glaube ich, nicht anfangen, weil ich habe, wie gesagt, schon eins da gehabt. Und wenn ich jetzt lese, dass da keine Silikone drin sind, weiß ich auch, warum mir das nicht so mega krass gefallen hat. Ne? Nicht, dass da die Haare danach strohig waren oder so, aber war jetzt nicht so, dass ich so ein richtig tolles Haargefühl hatte. Genau. Das heißt, 2 von 3 Produkte. Wir haben noch ein kleines On-Top-Geschenk. Ich hätte immer gern gleich 2 Teebeutel, weil ich mache mir halt immer gleich so eine Tasse und da braucht man halt 2. Ja. Ansonsten ist es ein schöner Start. Ich mag die Blissing-Box sehr. Ihr wisst, ich hätte mal gerne noch ein bisschen mehr Make-up. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eine schöne Box gewesen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Wir sind schon bei über 320 Abos, dementsprechend kommt auch ganz bald das Verlosungsvideo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist 2023 mit den Unboxings. Dementsprechend werden da noch nicht so viel drin sein. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und wenn du noch ein bisschen weiter stöbern willst, es gibt auch eine Playlist 2022 mit den Unboxings. Ne? Bye, bye!